Wir kommen daher, um 3 Punkte zu holen. Und das ist mir wichtig, dass die Mannschaft das auf dem Platz möchte, von der Einstellung her. Ich bin sicherlich keine leichte Phase hierher gekommen als Trainer. Und bin jetzt sehr kurz da, habe ein Bild von der Mannschaft mir geholt, haben natürlich mit dem letzten Bewerbsspiel, wo wir keine optimale Leistung erbracht haben, wo wir uns jetzt für morgen natürlich eine Reaktion erwarten und wo wir natürlich auch ein anderes Gesicht zeigen möchten. Und ja, wir kommen daher, um 3 Punkte zu holen. Und das ist mir wichtig, dass die Mannschaft das auf dem Platz möchte, von der Einstellung her. Und dass sie das von der Mentalität auch am Platz zeigt und das Spiel sich erarbeitet von der ersten Minute an. Wir wollen natürlich morgen das bestmögliche Ergebnis rausholen, um weitere Chancen für den Aufstieg zu haben. Ich glaube, dass die letzten Gruppenspiele gezeigt haben, dass wir sehr viel Qualität haben. Und wir wollen natürlich auch in Genk was mitnehmen. Wir müssen ja dadurch, dass wir sehr viele Verletzungen haben, jetzt auf die Übernahme abwarten, den wir heute noch mit haben. Wir müssen sehr kurzfristig durch die vielen Spiele immer Entscheidungen treffen und werden auch jetzt nach dem Training erst dann entscheiden, wirklich wer ist fit und wer ist dann für morgen dann auch bereit zu spielen. Und dadurch werden wir dann auch das System festlegen. Wir wissen natürlich, dass sie im Offensiv eine starke Mannschaft ist. Man hat gesehen, dass sie gut Fußball spielen können. Aber wenn wir konzentriert gegen den Ball arbeiten und als gesamtes Team agieren, dann gibt es immer wieder Chancen für uns auch. Beide Mannschaften, glaube ich, haben ihre Lehren daraus gezogen. Deswegen wird es morgen sicher ein spannendes Spiel. Habe jetzt 3 Tage Zeit gehabt, mich auf Genk einzustellen. Habe sehr viele Informationen bekommen. Ich denke, dass sie eine sehr gute technische Mannschaft ist, dass sie einen sehr guten kontinuierlichen Spielaufbau hat, dass sie vorne sehr viel Geschwindigkeit hat und versucht dann auch die Stoßspitze mit Karelis dann einzusetzen. Und über die Außen mit Bele, denke ich, ist ein individuell starker Spieler, der jeder Mannschaft wenden kann. Und da müssen wir auch die richtigen Maßnahmen setzen drauf. Vor dem Start war eigentlich die Favoritenrolle bei Bilbao, glaube ich. Trotzdem hat man gesehen, dass das sehr ausgeglichen ist, die Teams. Deswegen ist die Gruppe auch sehr, sehr spannend. Ja, und jetzt heißt es morgen eben ein gutes Ergebnis zu holen und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Es ist sehr, sehr eng und da kann viel passieren. Deswegen heißt es konzentriert ans Werk gehen und alles daran setzen, dass wir da Erfolgserlebnis haben. Sie haben in der Meisterschaft, glaube ich, 20 Tore erzielt und 19 bekommen. Sie haben in der Europa League 10 geschossen und 9 bekommen. Also man sieht, dass Sie Tore erzielen können, aber auch bekommen können. Und genauso werden wir agieren.